die Kammer hat den Angeklagten wegen Mordes in Tateinheit mit versuchten Mordes und mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Die Kammer ist dabei sowohl vom Mordmerkmal der Heimtücke als auch vom Mordmerkmal der Ermöglichung einer anderen Straftat ausgegangen. Der Angeklagte wurde von der Kammer, wie das das Gesetz zwingend vorsieht, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Kammer hat überdies die besondere Schwere der Schuld bejaht. Sie hat dabei eine Gesamtabwägung vorgenommen, hat die Täterpersönlichkeit sowie die Tat umfassend gewürdigt und kam danach zu dem Ergebnis, dass eine besondere Schwere der Schuld vorliegend zu bejahen ist. Die besondere Schwere der Schuld, was ist jetzt konkret in der Praxis für den Angeklagten? Also, eine lebenslange Freiheitsstrafe bedeutet nach deutschem Recht 15 Jahre Freiheitsstrafe. Nach 15 Jahren Freiheitsstrafe wird sodann zuerst einmal durch die zuständige Strafvollstreckungskammer geprüft, ob eine Strafaussetzung zur Bewährung erfolgen kann. Die Kammer hat die besondere Schwere der Schuld angenommen. Dies wird bei der Prüfung nach 15 Jahren dann mit berücksichtigt werden. Genau. Die Kammer ging davon aus, wie bereits erwähnt, dass der Angeklagte mit dem Mordmerkmal zur Ermöglichung einer anderen Straftat handelte. Das Motiv des Angeklagten bzw. das dahinterstehende, die Motivation war es, einen Mitarbeiter im Landratsamt zu verletzen oder zu töten. Ich würde gerne fragen, der Richter hat ja zum Schluss genannt, zwei Merkmale, die ausschlaggebend waren zu diesem Adjektiv schwere Schuld. Vielleicht können Sie die nochmal nennen. Die Kammer hat das Mordmerkmal der Heimtücke und das Mordmerkmal der Ermöglichung einer Straftat angenommen. Diese beiden Mordmerkmale werden im Rahmen der Prüfung der besonderen Schwere der Schuld nochmals geprüft und in die Gesamtabwägung mit eingestellt. Wir begrüßen sehr, dass hier die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde. Das war das, was wir von diesem Prozess erhofft haben. Das war das Maximale, was das Gericht aussprechen konnte. Und das hat auch gemacht und deswegen sind wir zufrieden, sehr zufrieden. Also ich habe es in meinem Plädoyer gesagt, es ist ein Teil für mich, ein Teil davon, dass er, oder ein Beweis dafür, dass er keine Reue hat und die auch nicht gezeigt hat hier, obwohl er nochmal die Gelegenheit hatte. Und deswegen nochmal meines Erachtens, die Bejahung der besonderen Schwere der Schuld ist meines Erachtens nochmal richtig. Ich denke einfach, dass es hier wirklich ein ganz besonders belastendes Verfahren war. Natürlich insbesondere für die Angehörigen und für alle, die unmittelbar betroffen waren, aber auch für uns als Verfahrensbeteiligte. Also Sie haben es ja mitbekommen, wir waren beide emotional betroffen von dem Fall, nicht nur wir, sondern auch die Menschen am Ort und auch drumherum. Die Tat hat dieses ganze Gebiet einfach und die ganze Umgebung sehr betroffen. Ja, das war wichtig. Warum ist es für Sie so ein besonders emotionaler, belastender Fall? Ich habe Kinder im selben Alter ungefähr. Die gehen auf dieselbe Schule wie Ece und Nerea. Deswegen war es sehr berührend für mich. Also mehr kann man sich von dem Urteil tatsächlich nicht erwünschen. Das ist genau das, was ich auch beantragt habe. Es wurde eine lebenslange Haftstrafe ausgeurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Was bedeutet das für den Angeklagten? Ist das für die Möglichkeit, im juristischen Sinne bedeutet lebenslang plus die besondere Schwere der Schuld, dass eine Entlassung nach 15 Jahren erstmal unmöglich ist. Heißt aber nicht, dass er gar nie wieder entlassen wird. Es heißt nur, dass sich der Prüfungszeitraum nach hinten verschiebt und man dann erstmals eventuell nach 18, nach 20 Jahren überprüft, ob er eine Entlassung kriegen kann. Der Beschuldigte hätte heute sich äußern können, hat er das getan. Wie bewertet er das heute? Der Beschuldigte, also Angeklagte, hat sich letztes Mal schon geäußert. Im letzten Wort hat er sich entschuldigt. Bei den Angehörigen hat sein Beileid ausgedrückt und hat sich selbst erschrocken über die Tat geäußert.
Es war jetzt heute nur noch mal eine reine Förmelei, noch mal in die Beweisaufnahme einzutreten. Sprich, jetzt, dass er heute nicht noch mal was gesagt hat, ist nicht für seinen Nachteil. Wird er seine komplette Haftung in Deutschland absetzen oder wird die Möglichkeit Also das ist tatsächlich eine Sache, die muss ich noch zeigen in der Vollstreckung dann. Jetzt muss das Urteil erstmal rechtskräftig werden. Er verbüßt die Strafe grundsätzlich erstmal hier in Deutschland. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man ihn auch abschiebt, aber dann halt unter weiteren Vollstreckungen absieht. Aber wann das der Fall sein wird, nach wie vielen Jahren, das wird sich zeigen. Naja, man muss ja schon sagen, dass das heutige Urteil nicht wirklich überraschend ist und dass schon vieles im Voraus klar war. Dass es sich um ein Morddelikt handelt und dass eine lebenslange Freiheitsstrafe als Strafe herauskommen wird, das denke ich, war allen klar. Die juristischen Feinheiten, die heute auch nochmal Niederschlag in der Urteilsbegründung gefunden haben, sind zugegeben wahrscheinlich schwierig zu verstehen und sicherlich nicht kriegsentscheidend. Aber trotzdem ging es heute nochmal ganz explizit um die Motivlage, die zugegeben während des ganzen Verfahrens schwierig zu verstehen war. Es geht um die einzelnen Mordmerkmale, die verwirklicht waren oder eben auch nicht, so wie etwa die Verdeckungsabsicht. Und es ging schlussendlich, und ich glaube, das war der Hauptpunkt, der das Urteil noch ausgemacht hat, um die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, die das hiesige Gericht tatsächlich jetzt auch bejaht hat. Was hat der Angeklagte, die das Urteil aufgenommen, Sie konnten ja mit ihm sprechen? Es war natürlich, meine ich, schon viel sehr Juristisches und sehr viele Details, die zu besprechen waren, die schwierig sind, vor allem wenn man sie erstmal noch übersetzen muss. Das Urteil hat auch ihn nicht überrascht. Er war natürlich vorbereitet. Wir haben das vorbesprochen und es hat sich auch abgezeichnet, dass es in diese Richtung geht. Was sagen Sie zu der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld? Ich halte das zugegeben für den fast schwierigsten Aspekt des Prozesses, den es zu prüfen galt, für den es viele Argumente in die eine oder andere Richtung gibt. Und wie der Vorsitzende ausgeführt hat, es handelt sich um eine Gesamtabwägung von vielen Aspekten und Punkten, wo man naturgemäß verschiedener Auffassung sein kann. Ich hatte in meinem Plädoyer tatsächlich ja die besondere Schwere der Schuld nicht gesehen und hatte auch erläutert, warum, dass die Richter das gegebenenfalls anders bewerten, kommt auch nicht so selten vor. Und das wird etwas sein, worüber man noch zu sprechen hat. Werden Sie in Revision gehen? Das werde ich nicht heute entscheiden können, sondern werde das in Ruhe mit meinem Mandanten noch mal besprechen können. Die entscheidende Frage ist nicht unbedingt, ob einem das Urteil nicht gefällt, sondern im Strafrecht die sehr enge Frist von einer Woche zur Einlegung des Rechtsmittels. Und in dieser Frist hat man das schriftliche Urteil noch nicht. Das schriftliche Urteil ist aber das, wo die Gründe noch mal ausführlich dargestellt worden wurden, wo es, denke ich, auch einem Täter, der verurteilt worden ist, vielleicht ermöglichen, das Urteil erst richtig zu verstehen. Und deswegen ist es manchmal so, dass man Revision einlegt, um schlicht auch die Möglichkeit zu haben, zunächst das Urteil zu besprechen und die Gründe auszuwerten. Zwischendurch hieß es ja auch, er wolle die Haftstrafe in Eritrea abschaffen. Stimmt das? Und können wir das mal nochmal erklären? Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass er sich mit der Abschiebung einverstanden erklärt hat und nach Eritrea zurück möchte. Es wird nicht seine Entscheidung sein, wann das der Fall ist und in welcher Form, sondern die Strafvollstreckungsbehörde wird nach Rechtskraft des Urteils darüber zu sprechen oder zu entscheiden haben, wann die Abschiebung tatsächlich erfolgt. Und was Eritrea dann aus der Sache macht, wird wahrscheinlich nicht in der Hand der deutschen Behörde liegen.